Am 4. April wurde im Buchhaus Suhl ein neues Buch zur Geschichte der Simson-Werke vorgestellt. Autorin Ulrike Schulz geht darin weniger auf die Fahrzeugpalette vom Supra über die AWO bis zu den Mopeds Schwalbe und Co. ein. Ihr ging es mehr um die Betriebsführung und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Deshalb auch der Titel Simson vom unwahrscheinlichen Überleben eines Unternehmens 1856 bis 1993. 1856 gilt als das Geburtsjahr der Firma Simson & Co. in Suhl. Erst war es ein Stahlhammer und es wurden Kriegswaffen hergestellt. Ab 1896 baute Simson Fahrräder. 1907 begann die Entwicklung von Autos. 3500 Menschen arbeiteten bis zum Ende des Kaiserreiches bei Simson. 1924 begann die Serienproduktion von Automobilen der Luxusklasse. Es entstand der legendäre Supra. 1935 wurde die jüdische Familie Simson enteignet und das Unternehmen ging in das Eigentum der NSDAP über. Bis zu 6000 Menschen arbeiteten im Zweiten Weltkrieg im Betrieb. Zu DDR-Zeiten produzierten über 4000 Mitarbeiter pro Jahr 200.000 Kleinkrafträder sowie Jagdwaffen. 1993 kam das Aus für das Simson-Werk. Niemand weiß, woher der Name kommt. Also niemand weiß, was Simson ist. Also Simson ist ungefähr sowas wie Tempo. Man setzt es in eins mit Waffen oder Mopeds. Aber dass es sich sozusagen um eine ursprüngliche, um eine jüdische Waffenfabrik gehandelt hat, das weiß außerhalb der Suhler Stadtgrenzen, glaube ich, nach wie vor kaum jemand. Meine grundsätzliche Frage war, warum konnte dieses Unternehmen eigentlich überleben? Und so auch der Titel, vom unwahrscheinlichen Überleben eines Unternehmens. Und unwahrscheinlich ist es deswegen, weil Simson, und auch das stößt wiederum in der Fachwelt auf großes Erstaunen, überhaupt 150 Jahre überlebt hat. Das ist nämlich eigentlich sehr überraschend. Und die erste Erklärung, die übergreifend für alle Systeme meiner Ansicht nach gelten kann, ist, dass Simson ganz lange ein stabiler Generationenbetrieb war. Dass in dem Moment, in dem Eigentümer gefehlt haben, eigentlich immer diejenigen eingesprungen sind, die das Unternehmen eigentlich am Laufen gehalten haben, nämlich das mittlere Management, die Betriebsleiter und die Produktionsarbeiter. Und zwar über alle Systeme hinweg. Das ist eine der ganz stabilen Faktoren für das Unternehmen. Und das Zweite ist, dass Simson hat immer strategisch wichtige oder relevante oder gebrauchte Produkte hergestellt. Und bei den Waffen müssen wir uns natürlich mindestens bis 1945 nicht fragen, warum das strategisch wichtig war. Also erst hieß es Gebrüder Simson, dann Gewehrfabrik Simson und Luck, Simson und Co., vormals Simson und Luck und Simson und Co. Und dann hat es hier nochmal die Rechtsform gewechselt. Es wechselt übrigens innerhalb dieser Zeit 12-mal die Rechtsform. Das ist auch relativ interessant. Und was war besonders an der Unternehmensführung der Familie Simson? Einmal, dass sie jüdisch war und damit von vornherein Außenseiter in dem lokalen Produktionsverbund Suhl. Das war aber nicht nur ein Nachteil, sondern es war auch ein Vorteil, weil man sich damit automatisch nicht mit denjenigen messen konnte, die, wie Sie wissen, Suhl seinen Ruf geschaffen haben, nämlich der Suhler Waffenindustrie. Die Simsons waren keine Technikunternehmer, sie waren keine Waffenkonstrukteure. Sie waren kaufmännisch geschult, sie waren Händler. Und damit haben sie sich nicht so sehr für die Waffen interessiert. Und was erst zunächst wie ein Widerspruch aussieht, war genau das, weswegen Simson groß geworden ist, und zwar größer als alle anderen Unternehmen in Suhl, weil sie sich nicht konzentriert haben auf technische Probleme, sondern darauf, wie man ihre Produkte verkaufen kann. Das ist eine der großen Stärken der Unternehmerfamilie. Eine zweite ist, dass sie in diesem Verbund, in diesem Familienverbund immer geblieben sind. Sie haben sich dabei so weit spezialisiert, dass der Julius Simson, den Sie auch kennen durch die Enteignung wahrscheinlich, und der Arthur Simson, einer hat Technik studiert, nämlich Arthur Simson in der Humboldt-Universität in Berlin, Technik und ein bisschen Philosophie. Julius Simson musste Rechtswissenschaften studieren und so war es immer. Einer macht das, der andere macht das und daraufhin blieb es in der Familie. Und selbst wenn, wie im Falle von Gerson und Jeanette Simson im 19. Jahrhundert, Gerson Simson früher starb, hat Jeanette Simson das Unternehmen weitergeleitet, bis die Söhne in der Lage waren, das Unternehmen zu übernehmen. Das ist einer der ganz großen stabilisierenden Faktoren der Firma Simson & Co.
Der zweite große Faktor, warum die Firma Simson so groß geworden ist, ist, warum sie auch immer in Suhl verspottet wurden als Gemischtwarenladen. Die Waffenunternehmer in Suhl waren sehr stolz, und bis heute kann man da auch, glaube ich, auch stolz drauf sein, auf die Waffen, auf die Gravuren, auf die Technik. Nur eins ist problematisch, wenn man Waffen herstellt: man braucht Krieg. Und das war im 19. Jahrhundert, wie Sie wissen, nicht so, glücklicherweise, nicht so lang. Es gab kurze Kriege und Preußen konnte mit seinen eigenen Staatsfabriken sehr gut seinen Bedarf decken. Suhl hat nie eine Rolle gespielt im 19. Jahrhundert als Waffenlieferant an den preußischen König und gehört aber zu Preußen. Suhl war sozusagen die Reservistenkammer des preußischen Königs, wenn doch mal Not am Mann war. Deswegen mussten sich die Suhler auf die Jagdwaffen konzentrieren, weil sie nämlich eins nicht gemacht hatten wie die Simsons, sich nämlich sehr früh auch auf andere, und zwar zivile Produkte, zu konzentrieren. Und wenn man sich die Innovationen des Maschinenbaus anschaut, dann ist Simson extrem früh. 1880 beginnen sie mit den Jagdwaffen, 1896 beginnen sie mit Fahrrädern, und das ist genau der Zeitpunkt, in dem das Fahrrad überhaupt erst dieses Sicherheitsfahrrad wird, wie wir es heute kennen. Vorher gab es das Hochrad, und 1896 dann das Sicherheitsfahrrad. Und dann ab 1910 oder 8, 10, da streite ich mich eben nicht mit Ihnen, die Automobile. Und das gemischt gewerbliche Profil, wie man das nennt, war der Erfolgsfaktor der Firma Simson schlechthin. Und die Firma Simson war eben nicht innovativ im Sinne von Konstruktion und konnten sie nicht sein, weil sie waren nach wie vor Händler. Die Simsons haben kopiert, wo sie nur konnten. Sie haben kopiert in Amerika, in Großbritannien, überall. Und das zeigt eben sehr, sehr schnell, ich lese Ihnen vor, Sie müssen nicht. Das sind hier die Beschäftigungszahlen von Simson und seinen Konkurrenzfirmen, und zwar Sauer und Hähnel, also die zwei, habe ich mir ausgesucht. Und ab 1901 hat die Firma Simson 900 Beschäftigte, Sauer 475 und Hähnel 194. Und das sind die beiden größten Konkurrenten. Und das heißt, 1901 ist Simson absolut spitze und wird nie wieder von einem der Konkurrenzfirmen in Suhl auch nur annähernd eingeholt. Und die Gründe dafür sind meiner Ansicht nach eben die von mir aufgezählten. Und man könnte das so in die These packen: die Simsons haben eigentlich den Kapitalismus nach Suhl gebracht. Simson hat kaum eigene Patente. Von 1880 bis 1900 sind es gerade mal 6. Aber Simson hat 130 Gebrauchtwareneinträge im deutschen im kaiserlichen Patentamt. Und das ist eben einfach der Ausweis dafür, dass sie kopieren, 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 aber nicht selber konstruieren. Die Reichswehr hat offiziell natürlich nie hier das Unternehmen mitgeführt. Inoffiziell hat sie geheim aufgerüstet, das wissen Sie. Und hat Simson so aufgerüstet, dass es dreifach hätte mehr konstruieren und produzieren können, als es gedurft hätte nach der Entente. Und war voll eingebunden in die Kriegsrüstung und war die modernste, größte und wichtigste Fabrik in Deutschland 1933 für Handfeuerwaffen. Und was natürlich immer ganz klar war, ist, dass die nächste Frage, dass Simson jetzt nicht mehr aus eigener Kraft hier groß produziert hat. Nein, jetzt hat natürlich der Staat für Simson bezahlt. Und das war sozusagen die nächsten großen Anwürfe gegen die Familie. Es fällt natürlich auf, in der Tat, die Militärabteilung hat Simson durch die Krisen der Weimarer Republik geführt, und das ist der Grund fürs Überleben. Es fällt aber auch auf, dass die Privatabteilung zwar sehr viel niedriger, so wie Jeanette Simson gesagt hatte, aber sehr gleichmäßig produziert haben. Das ist Spekulation, ob sie sich auch am Markt gehalten hätten in der Weimarer Republik, weil sie brauchten es nicht, weil die Reichswehr hat sich darum gekümmert, dass Simson immer die höchsten Investitionssummen bekam. Und das war sehr problematisch in der Weimarer Republik, weil das die Reichswehr nicht selber entscheiden konnte, sondern das musste der Reichstag entscheiden. Simson hat hier also sehr stark profitiert. Dass sie unglaublich früh die Idee haben, die fordistische Vision haben. Sie möchten 1914 einen kleinen Gebrauchswagen herstellen,
Also die Idee des Volkswagens ist bereits da. Und zwar genau nach dem Muster der Fahrräder. Also die Fahrräder waren ja, die müssen stabil sein, die müssen durch den Thüringer Wald kommen. Die sollen kaufbar sein für eine große Schicht. Und sie sollen sozusagen sie sollen nicht viel kosten und für die Mittelschicht sein. Und genau diese Idee haben sie für die Autos eben auch erst gehabt. Und es gibt einen absolut skurrilen Zufall, dass die das sozusagen geplant haben, im Ersten Weltkrieg genau so zu machen. Also der Krieg ist vorbei, die Maschinen werden umgesetzt und dann geht es los, Autos als Massenware. Und es gibt einen Porträtmaler aus der Lüneburger Heide, der Folgendes geschrieben hat in seinem Tagebuch. Mitten aus der Lüneburger Heide rief mich ein Porträtauftrag in das liebliche Gelände des Thüringer Waldes nach Suhl zu Herrn Simson, dem Besitzer der gleichnamigen Waffenfabrik. Hier arbeiteten Tag und Nacht die Maschinen. Herr Simson führte mich selbst eines Tages in stundenlanger Wanderung durch das Getriebe seiner riesigen Werke. In der Hauptsache wurden Maschinengewehre hergestellt und das ist der Erste Weltkrieg. Das ist ja auch so eine spannende Frage. Haben die vorher schon Maschinengewehre? Da sage ich nicht zu. Hergestellt, daneben auch Gewehre. Interessant war die Erklärung des Oberingenieurs, jetzt kommt's, dass fast sämtlich neu aufgestellte Maschinen für Präzisionsarbeit derartig konstruiert seien, dass sie nach Beendigung des Krieges in wenigen Tagen für die Automobilfabrikation umgestellt werden könnten und deshalb nehme man jetzt auch ohne Sorge für die Zukunft jede beliebige Vergrößerung des Werkes vor. Und ist auch sehr schön beobachtet von dem Porträtmaler, sehr gut beobachtet und für mich war es ein Traum. Weil man sozusagen über so ein indirektes Zitat eben genau das nachvollziehen kann, was in den Plänen tatsächlich da war. Also, die Familie Simson hat in Amerika bei Menschen, die ich nicht rausbekommen konnte, in Auftrag gegeben, für eine solche Massenproduktion von Automobilen die Konstruktion bei Ford einzusehen. Also nicht die Automobilkonstruktion, sondern die Werkskonstruktion. Und Ford und das Fließband gibt es 1913 in Moulin Rouge, nicht früher. Das Fließband gibt es 1913 und 1915 gibt es diesen Auftragsband bei Simson. So früh waren die dran. Und die haben es genau beobachtet und die wollten es, glaube ich, genauso machen in Suhl. Und stellen Sie sich das jetzt mal vor, ohne den Monopolvertrag, stattdessen Massenherstellung von Automobilen, ist ein Traum. Ja. Also und Sie wissen, Opel erreicht das irgendwie 1928. Aber Opel ist in dem Fall eine amerikanische Firma und keine deutsche. Massenfabrikation von Automobilen gibt es in Deutschland erst nach 1945. Und insofern ist das also eine Vision, die es eben zu würdigen gilt. Die Reichswehr und der Aufbau dieser großen Waffenfabrik. Nichts war sichtbarer dafür, wie viel Simson profitiert hat, als der eigene Bahnhof Basel, Stuttgart, Berlin. Das muss man sich also vorstellen, 1933. Simson baut einen Bahnhof, baut ein Gebäude nach dem anderen, fährt doppelte Schichten, keine Kurzarbeit. Die Juden haben es gut, 1929 bis 1933. Und das ist Zielscheibe Nummer 1 für die thüringische nationalsozialistische, also für die NSDAP in Thüringen, seit 1927. Seit 1927, seit Fritz Sauckel Gauleiter ist, kümmert er sich persönlich um Hetzkampagnen, um Eingaben im thüringischen Landtag, um Spitzel, die er in das Werk schickt, die allerdings wirklich keine Qualität geliefert haben, das kann ich Ihnen sagen. Er kümmert sich persönlich, es ist sein persönlicher Feldzug. Es ist nicht so ganz klar, dass die Nationalsozialisten am Ende gesiegt haben. Das ist mir sehr wichtig gewesen in dem Buch, weil es die Familie Simson geschafft hat, von 1927, in dem die ersten Anwürfe also stattgefunden haben, bis 1935 sich zu wehren. Und das kann man im Nationalsozialismus, also ab 1933, wirklich nur mit langem Atem, mit viel Geld und mit dem Glauben an Recht und Gesetz. Und sie haben also bis 35 durchgehalten, sie haben aber in der Zeit natürlich Zeit gehabt, sich auch darum zu kümmern, was die Notfalloption ist. Und sie haben die Notfalloption dann nach der Enteignung 1935 gezogen und sind über die Schweiz in die USA emigriert. Es ist mir wichtig zu sagen, das ist ein ganz großes Kapitel in dem Buch. Und ich glaube, es ist relativ erschöpfend jetzt erforscht.
Und um es auch gleich zu sagen, ja, die Familie Simson hat genug Vermögen mit in die USA nehmen können, damit Julius und Arthur Simson nicht mehr arbeiten müssen. Konnten gut davon leben. Man kann es, wenn man will, nachprüfen. Es ist in diesem Buch nicht. Also ich habe es nachprüfen können, aber es hat mich nicht interessiert, weil es ist ihr Recht, ihr Geld mitzunehmen. Aber ich weiß, dass es immer mal eine Diskussion gibt, in Suhl und anderswo, dass sie sozusagen wenige Opfer sind, weil sie rausgekommen sind und zwar mit Geld. Und genau hier kann man auch 1945 einsetzen. Ich habe ja schon gesagt, dass Simson überlebt, liegt nur an der Modifikation der sowjetischen Reparations- und Besatzungspolitik. Und Simson kann das Profil, das es hat, und dafür hat sich wieder die Belegschaft eingesetzt, sofort wieder alles zu bauen. Jagdwaffen, Fahrräder. Und dann gibt es eben Kinderwagen bis 1954. Genau. Also 1950, 51 wird die AWO gebaut. Und ab dann gibt es einen neuen Pfad, mit dem sich die Simsonianer gut angefreundet haben und der wirklich, glaube ich, so wie habe ich es aus den Quellen gelesen, ein Neuanfang war. Ein wirklicher Neuanfang. Warum das so gut funktioniert hat, ist, weil die Belegschaft 1945 bis 1970 quasi die gleiche blieb. Das ist sehr, sehr besonders an Simson. Der Generationenwechsel auf die sozialistischen Kader findet erst in den 70er Jahren statt und das ist sehr spät. Für die sonstigen Betriebe in der DDR kann man sagen, dass der Generationenwechsel in den 60er Jahren stattfindet. Und das rettet Simson bis in die 70er Jahre mit einer relativ hohen Produktivität und Leistungsfähigkeit als DDR-Betrieb. 1937 treten Max Fischer, Richard Augustin, Erich Riemensperger, Rudolf Bodenschatz und Willi Kittelmann in die NSDAP ein. Genau dann, als man wieder darf. Und alle treten auch 1945 in die SED ein. Genau dann, wenn man als erstes da. Und ich will damit sagen, dass es sehr, sehr offensichtlich ist und ich habe es für alle leitenden Angestellten überprüft. Das ist, glaube ich, politischer Opportunismus, um das Werk zu erhalten. Und das ist sehr bemerkenswert, weil man es so flächendeckend, so systematisch nachweisen kann. Das ist extrem interessant, auch für die Forschung, weil man eben sagen kann, ja, oder weil man jetzt diskutieren kann, sind es Nazis, sind es Rote, sind es Simsonianer, ja, wer sind diese Menschen, die alles tun, damit das Werk in seinem Bestand erhalten bleibt. Also ich würde sagen, politische Parteizugehörigkeit bei Simson ist nicht signifikant, deswegen ein Fall, der für die Forschung relevant sein wird. Der Erfolgsfaktor bis hierher, vielleicht von 100 Jahren, verschwindet jetzt in der DDR. Erst gehen die Kinderwagen, dann gehen die Fahrräder und dann, und das ist ein großes Problem, das wissen Sie, aber es bildet sich überall ab, dann gehen auch die Motorräder. Und es kommen die Mopeds und es bleiben die Jagdwaffen. Und das ist absolut einmalig und ich konnte damit sozusagen richtig reüssieren in meiner Forschungslandschaft, zu sagen, hier kämpft eine Belegschaft darum, dass es kein Einproduktbetrieb wird, weil alle von Herrn Saft bis Herrn Kessel wehren sich mit Händen und Füßen, mit aller Kraft, mit jeder Strategie, die nur möglich ist, dagegen, dass die Jagdwaffen bei Simson rauskommen. Und von wegen, es wird oben von der SED irgendwas entschieden, es wurde von der SED oder von den zentralen Wirtschaftsorganen entschieden, die Jagdwaffen rauszunehmen. Aber nicht so mit Herrn Kessel und nicht so mit Herrn Satz und der gesamten Lüge. Das hat nicht funktioniert. Und dann kann man also sehen, es wurde nicht alles von oben nach unten entschieden. Musste sich auch nicht alles von oben nach unten durchsetzen. Und das ist sehr besonders, weil je mehr Zeit in der DDR verging, umso weniger konnte man auf so Menschen wie Herrn Saft zum Beispiel verzichten. Herr Saft war eben der Abteilungsleiter Absatz und hat sozusagen den Absatz im sogenannten NSW gemacht. Und auch nur mit ihm haben die westdeutschen Kunden gerne zusammengearbeitet und deswegen konnte eben kein SED-Funktionär Herrn Saft entfernen. Und deswegen hat Herr Saft gesagt, ja, aber ich bleibe nur, wenn die Jagdwaffen sein. Sondern auch, weil das Unternehmen im Grunde verschwindet in der DDR und es sich auflöst in verschiedene größere Formationen, indem sie sozusagen, das wissen Sie alles, das sage ich Ihnen jetzt, erkläre ich Ihnen natürlich nicht, es wird erst der VLB Fahrzeug- und Gerätewerk, dann Kombinat. Und in dieser Zeit, in der sozusagen diese administrativen Veränderungen vor sich gehen,
bläht sich Simson immer mehr auf. Mindestens administrativ. Natürlich gibt es das Stammwerk an Heinrichs, aber auf einmal gehört zu Simson Kilometer, hunderte Kilometer weit weg auch noch ein kleiner Betrieb, den man irgendwie durchschleifen musste, der irgendwie in der Bilanz ausgewiesen werden musste und der einen Probleme machte. Und damit, und das ist eigentlich sozusagen die Lehre neben allen anderen Sachen für die DDR, die Sie lesen können, das Unternehmen verschwindet, sein Kern verschwindet, die Bindung zum Unternehmen verschwindet. Die Bindung zu den Produkten verschwindet, spätestens seit es die AWO nicht mehr gibt. Und das Unternehmen wird zugleich entgrenzt in viele Unternehmen oder Betriebe in der DDR und kann somit seine Struktur und auch seine Erfolgsstruktur nicht mehr halten, und die Erfolgsstrukturen von zuvor sind jetzt weg. Und dadurch, dass die Simson-Jagdwaffenanteile noch mit in dieser Privatisierung der Jagdwaffe drin waren, gibt es also auch bis dahin Dokumente. Und genau dann höre ich auf, als, darf ich das sagen, Herr Dr. Kummer, Sie nochmal anrufen in New York, damit höre ich auf, um zu fragen, ja, wie wäre es denn, wollen wir vielleicht doch nochmal einen zweiten Anlauf starten? Und dann die Familie eben sagt, wir glauben nicht. Thank you.